Der Bundesrat berät am 26. März über den Entwurf des Insektenschutzgesetzes, mit dem die Bundesregierung dem Rückgang der Artenvielfalt entgegenwirken will. Doch die vorgelegten Maßnahmen, zu denen zum Beispiel bis zu 10 Meter breite Schutzstreifen an den Ackerrändern zählen, stoßen bei den Bauernverbänden und Landwirten auf massive Kritik. Befürchtet werden unter anderem gravierende Eingriffe in die Bewirtschaftung und das Eigentumsrecht auf den Betrieben. Wir haben versucht, das zu zeigen. Das ist letzten Endes eine kalte Enteignung, die sich jeglicher wissenschaftlicher Grundlage entbehrt. Und insofern wünschen wir uns ein bisschen mehr Wissenschaft und weniger Populismus. Würdest du den Streifen noch bestellen, wenn du da nichts mehr machen darfst? Nein. Das kann ich hier eindrucksvoll sehen. Die Schnecken sind eine Woche zu spät mit dem Schneckenkorn gekommen. Die Schnecken haben fast 3 Meter schon aufgefressen. Das heißt, im Grunde genommen, wenn ich diesen Streifen hier drinne habe, fehlen mir volle 10 Meter. Es ist sehr eindrucksvoll dargestellt worden, was die Umsetzung des Insektenschutzpaketes bedeuten würde. Und wie ich auch an anderer Stelle auch schon gesagt habe, werde ich, wenn es nicht zu wirklich substanziellen Veränderungen in diesem ganzen Gesetzespaket kommt, diesem nicht zustimmen. Nicht dem Insektenschutzgesetz im Bundestag. Und ich werde mich auch weiter dafür einsetzen, dass dann auch keine Zustimmung im Bundesrat für die Pflanzenschutzanwendungsverordnung gibt, weil es einfach unsere Landwirte, die im Vertragsnaturschutz schon sehr, sehr viel machen in den letzten Jahren, viel zu sehr knebelt. Ich denke, das ist überhaupt nicht zu vertreten und hat im Übrigen auch keinerlei wissenschaftliche Grundlage. Der Randstreifen auf unserem Betrieb zu Hause beträgt ungefähr 9%. Bei 225 Hektar sind es 22 Hektar, die verloren gehen. Die Frage ist, was mit der Fläche passiert. Ein 5 Meter Randstreifen ist für uns keine Option, 10 Meter so oder so nicht. Es geht massiv Fläche verloren. In meinen Augen, die Zukunft ist in Gefahr. Teilweise haben wir sehr schmale Flächen, wo die Spritze so oder so nur mit 30 Meter reinpasst. Die sind dann auch nicht viel breiter. Da brauche ich dann mit der Spritze nicht mehr fahren. Wenn links und rechts 10 Meter fehlen, dann bleiben mir 10 Meter Arbeitsbreite nach. Dann ist die Fläche wertlos. Im Moment fehlt mir der Blick auf die Landwirte, denn mit solchen Gesetzen ist keinem Menschen geholfen. Erstmal bin ich dem Bauernverband sehr dankbar für den Termin heute, weil das wirklich mal anschaulich dargestellt worden ist, was es eigentlich bedeutet, so ein 10-Meter-Streifen. Das ist eine kalte Enteignung. Da ist Wirtschaften nicht mehr möglich. Und was hätte das zur Folge? Es hätte ein Höfesterben zur Folge und dass man dann Lebensmittel importiert. Das kann man nicht wollen. Die Landwirte tun schon sehr, sehr viel für den Natur- und Artenschutz. Sie produzieren hochwertige Lebensmittel und das Insektenschutzpaket darf so nicht beschlossen werden. Es darf gar nicht beschlossen werden. Es fehlt die komplette wissenschaftliche Grundlage und wir werden im Bundesrat auch nicht zustimmen. Ja, für unseren Betrieb würde das massive Einschränkungen bedeuten, wenn wir diese breiten Randstreifen einhalten müssen, wo ich den Sinn einfach gar nicht sehe. Das soll mir mal einer wissenschaftlich erklären, wo jetzt da der Mehrwert für die Natur ist. Und da wünsche ich mir einfach für die Zukunft eine Zusammenarbeit mit der Politik und den Bauern, die wissenschaftlich fundiert ist und für jeden nachvollziehbar ist. Ich will gerne sagen, dass wir Bedingungen schaffen müssen, die es den Landwirten ermöglicht, ökologisch verträglich und ökonomisch rentabel arbeiten zu können. Das muss auch berücksichtigt werden beim Insektenschutzgesetz. Und ich bin sicher, dass man in Berlin zu einem Kompromiss kommen kann, der auch dafür sorgen wird, dass die Landwirte die Zukunft haben. Und Sie werden sich einsetzen, dass die Umweltministerin das beachtet? Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Umweltministerin genau das beachtet. Im Moment sehe ich, wenn die Politik so weiter fortfährt, in Deutschland wenig Zukunft. Dann, ja, meine Frage ist immer, wo sitzen wir in 25 Jahren? Haben wir denn überhaupt noch Zukunft in Deutschland? Ist die deutsche Landwirtschaft noch gewollt? Was macht die Bevölkerung mit uns? Ja, ich möchte gern, dass der Insektenschutz mit den Landwirten und mit der Landwirtschaft zusammen umgesetzt wird. Wir werden miteinander auf Landes- und vor allen Dingen auch auf Bundesebene sehen, dass wir diesen Entwurf, der jetzt in der Diskussion ist, so weit verändern, dass auch die Landwirte damit leben können.